Annette weiter auf der Suche nach der Wahrheit. Das ist ein Stein. Nein, es ist eine versteinerte Muschel. Die kann man sogar öffnen. Und dann enthüllt sie uns die Geheimnisse einer Zeit, die schon ganz lange vorbei ist. Steinzeit. Warum die Steinzeit? Viele Männer haben ein wunderbares Erklärungsmodell ihres Verhaltens im Balzverhalten. Die Steinzeit ist einfach ein Beispiel dafür, wie die Männer heute ticken. Wenn ich frage, warum Menschen, sagen wir mal Menschen, gerne vielseitig unterwegs sind, nicht nur einen Partner haben. Und ich würde sogar behaupten, Männer haben das einen Tick mehr als Frauen. Männer antworten mir dann immer mit der interessanten Bemerkung, dass das in ihren Genen steckt. Und zwar, die Gene, sagen sie, kommen aus der Steinzeit. Das ist biologisch angelegt. Sie sagen, ich meine jetzt halt die Männer mit der Steinzeittheorie, sie sagen, dass sie ihre Spermien möglichst weit streuen müssen, um sicherzustellen, dass die Spezies Mensch überlebt. Gut, ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Wie könnte das damals ausgesehen haben? Ja, da lebte man ja noch in den Höhlen, da saßen die Frauen mit jeder Menge kleiner Babys, ne, weil da gab es ja noch keine Pille. Und die Männer mussten dann mit Speer, ne? Speere hatten die damals. Und auf den Speeren vorne steckten dann so Spitzen drauf, die sie in monatelanger Arbeit zurechtgeklopft hatten. Also sie mit ihrem Speer raus in die Natur Mammut jagen. Die Frau blieb derweil alleine mit den kleinen Babys in der Höhle zurück. Ich würde jetzt einfach mal folgende These aufstellen, dass schon damals die Frauen ein ähnliches Projekt gelebt haben wie ich, das 5L-Projekt, also 5 Männer. Warum? Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann vom Mammutjagen nicht zurückkam, war sehr groß. Da musste ja nur ein Mammut seinen Zahn einmal durch den Typen durchbohren und schon war der Mann weg vom Fenster oder von der Höhle. Ich vermute, die Frau hatte mindestens 2 Mammutjäger am Start, vielleicht sogar 3. Und dann hatte sie auf jeden Fall einen Mann, der das Feuer am Brennen hielt. Und dann vielleicht noch einen, der ihr eine schöne Massage verpasste, damit sie abends sich entspannen konnte in der Höhle. Oder? Was meint ihr, Mädels? Ich frage mal meine Muschel. Vielleicht gibt es da eine Antwort. Moment, was rauscht da so? Ja, du hast recht.